gehst du persönlich damit um, wenn jetzt mal Menschen nicht so positiv auf dich wirken? Ich meine, das haben wir alle, ich auch auf meinen Seiten. Da ist man am Anfang noch so, oh mein, was wollt ihr von mir? Aber irgendwann versucht man ja damit zu arbeiten. Wie gehst du damit um, mit so Hate, sag ich mal? Also, sowas gibt es immer, klar, es gibt immer komische YouTube-Kommentare und so. Aber ich denke, persönlich, da muss man einfach drüber stehen. Also, ich mache das zumindest, weil dann gucke ich mir einfach die Gegenseite an. Es gibt ja viel, viel, viel mehr positives Feedback als negatives. Und da muss man sich dann einfach denken, ja, es ist nicht konstruktive Kritik, also bringt mir nichts. Ich habe mir bei YouTube tatsächlich unter anderem das Video und das Making-of zu deiner ersten Single angeguckt. Und ihr wart ja ein Riesenteam. Du hast ja noch ganz stolz gesagt, oh, wir waren fast 20 Leute und dann wurde hier gepudert und gemacht. Was war denn so das Aufregendste an so einem Videodreh, was du ja auch gewonnen hast durch den Songtest? Genau. Danke nochmal an der Stelle dafür. Also für mich war es persönlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie so ein Team so perfekt zusammenarbeiten kann. Also wir waren ja jetzt wirklich über 20 Leute fast, waren da ja auch eine gewisse Zeit echt und es hat einfach alles funktioniert. Und das habe ich sehr, sehr genossen. Ich wünschte, das wäre immer so. Es war auch super kalt. Ich habe gesehen, es hat permanent geschneit. Ja. Wie hält man sich dann da mitten an der Ostsee warm? Gab es denn immer jemanden, der so dich so eingemurmelt hat? Ja, das gab es zwischendurch, aber das muss dann meistens hier im Kopf stattfinden. Also ich war ja fast die ganze Zeit vor laufender Kamera. Das heißt, ich hatte auch nur diesen einen Mantel eigentlich an. Ja, die hinter der Kamera standen, hatten dann da teilweise drei Jacken übereinander an. Das ging bei mir leider nicht, aber ja, da musste man dann einfach ein bisschen versuchen, diszipliniert zu sein. Wie lange habt ihr tatsächlich gedreht an dem Video? Das war ein gutes Wochenende, ja. Also gute zwei Tage durchpowern. Ja, zwei Tage, genau, ja. Jetzt hast du ja auch das große Glück gehabt, mit Manuel Cortez und Fargo unter anderem zu drehen. Das sind ja so alte Medienhasen, kann man sagen. Ne? Gab es dann da auch irgendwie so hilfreiche Tipps, wo sie dich so mal ein bisschen auf den Weg gebracht haben? Also beim Dreh natürlich auf jeden Fall. Da hat Manuel auch noch mit ein paar Sachen irgendwie gesagt, ja, ich würde mich so und so besser bewegen oder vielleicht mal hier in die Kamera schauen oder hier und da einfach mal kleine Inputs gegeben. Aber klar, man nimmt ja sowieso immer viel mit. Also wenn Fargo auftritt, gucke ich mir auch immer ein paar Sachen ab. Wie macht er das? Wie geht er an die Sache ran? Ich weiß nicht, wie er einfach so das Publikum animiert und sowas. Das ist immer ganz spannend zu sehen. Und da kann man sich dann natürlich auch ein bisschen was von mitnehmen. Was ist da so der Tipp, wenn die Jungs so in der ersten Reihe stehen und sich denken, oh, wer ist das? Wie animiert man Menschen? Was hast du da mitgenommen? Also, das geht immer so ein Ruf, Leute, geht's euch gut? Flotter Spruch, ja, sagst du. Genau, das geht eigentlich immer. Das geht wirklich immer. Und ich weiß nicht, also man kann auch vielleicht sich einfach mal einzelne Leute aus dem Publikum rauspicken und dann mal für 5 Sekunden nur die eine Person ansingen. Beispielsweise, das geht auch sehr gut. Ja, da muss man sich so ein paar Sachen aus den Finger kitzeln, aber das geht eigentlich, ja. Jetzt durftest du nicht nur ein eigenes Video produzieren, du warst auch Voreact von Adel Tawil im Gary Weber Stadion in Halle. Ja. Ich meine, das waren viele, viele Menschen. Ja, was war das für ein Gefühl? Ich meine, mir würde, glaube ich, wirklich der Stift gehen. Ja, es war schon crazy. Also Ich war natürlich sehr, sehr nervös, gebe ich auch gerne offen zu. Das ist auch okay. Aber grundsätzlich war es wirklich eine einmalige Erfahrung für mich. Also es war natürlich mit Abstand die größte Bühne. Mhm. Ich habe mich auch nur noch kurz ein bisschen mit Adel und so unterhalten. Also es war mal wieder sehr, sehr familiär, war sehr schön. Und war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Jetzt bist du ja auch für UNICEF teilweise unterwegs und für Fairtrade und hast einen YouTube-Channel und Facebook. Was passiert denn jetzt noch in Zukunft? Hast du noch ein paar Wünsche, die du erfüllen willst? Oder dürfen wir uns auf irgendwas freuen? Also ich habe sehr, sehr viel geplant jetzt. Also ich habe jetzt so eine Art kleines Team hinter mir. Meine Freunde sind jetzt sozusagen mein Team geworden. Jeder Bereich ist so abgedeckt. Und wir planen ganz viel. Wir wollen ganz viele Videos machen und sind auch alle sehr, sehr motiviert. Und ja, mal schauen, wo das noch alles so hingeht. Das heißt, wenn man mehr von dir sehen will, geht man auf deinen YouTube-Channel und liked sich die Finger wund. Da kommt in nächster Zeit ganz, ganz viel. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, dann vielen Dank. Ich auch. Ich habe mich sehr gefreut. Danke. Heute wird ja noch eifrig gesungen auf der großen Bühne gleich. Genau, ja. Viel Spaß dabei und danke. Bleib dran. Danke fürs Interview. Gerne. Denn wenn ich jetzt erstmal